Morgen, Ole. Grüß dich. Hast du mich gehört am Wochenende? Ich war Kult auf dem Betzenberg beim 1. FC Herzblut gegen die Kellertruppe. Jutta, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, kein Problem. Ich ziehe dich ab aus Bremen. Das Interview mit Scharf letzte Woche, das war einfach zu negativ. Hoch, das wirkt dir jetzt fast beratungsresistent von dir. Jutta, das tut mir wirklich leid. Hoch, wahrscheinlich siehst du es auch nicht ein, dass ich als Journalist kritische Fragen stellen muss. Ich entlasse dich hiermit, Jutta. Ja, danke. Hallo bei Doppelsechs, 12. Bundesligaspieltag und wir wollen... Was ist das denn schon wieder? Doppelsechs, Jörg Thal. Jörg Thal, nein, wir haben erstmal gesagt, keine Einsätze mehr in Bremen. Ich hab's dir erklärt. Nein, Jörg Thal, es tut mir leid. Wir melden uns bei dir. Tschüss, Jörg Thal. Tschüss. Schwierige Situation für ihn. Ja, aber da müssen wir einfach unsere journalistische Unabhängigkeit wahren, ne? Ja. Ist natürlich schwer, jetzt in den Alltag weiterzugehen, aber... Kann ich nichts machen. 12. Spieltag, du bist sicherlich hoch erfreut. 4-0 Auswärtssieg in Köln, der schmeckt natürlich besonders süß. Raoul Bombardier macht 2 Buden, legt einen auf. Für den Kicker, der Mann des Spieltages, für dich auch. Für mich der Mann der Saison. Ja, jetzt schon. Nein, aber ich muss sagen, ich habe immer an ihn geglaubt, an unseren Raul und unseren Bomber. Ich habe ihn bei River Plate damals mit unserem Scouting-Team schon beobachtet. In Zürich warst du auch? War ich lange. Ich habe ihn ständig beobachtet. Ja. Ich habe seine Familie hergeholt. Und jetzt zahlt er das Vertrauen zurück. Ganz genau, dass ich jahrelang in ihn gesteckt habe. Ne? Genau. Man muss auch sagen, dass Köln ja eventuell ein kleines Torwartproblem hat. Vadovic, ne? Vadovic hat wohl nicht seinen stärksten Tag gehabt, wieder mal nicht. Mhm. Und natürlich besonders prekär ist es natürlich, wenn Thomas Kessler ausgeliehen ist an St. Pauli und der spielt eine richtig gute Saison bisher, ne? Ganz genau, Thomas Kessler spielt eine tolle Saison, ist vom FC ausgeliehen und wir haben ihn zugeschaltet. Hallo Herr Kessler, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, kein Problem. Hallo. Uns ist da zu Ohren gekommen oder wir haben gelesen, Sie sind vor einiger Zeit der Facebook-Gruppe Soldo Raus beigetreten, als Swanine Soldo, Taktikfuchs, noch Trainer beim FC Köln war. Darf ich fragen, ob Sie demnächst vielleicht der Facebook-Gruppe Schäfer Raus oder sogar Stanislavski Raus beitreten, Herr Kessler? Ja, das ist eine ärgerliche Geschichte für mich, weil ich bin eigentlich bei Facebook, um in Kontakt zu stehen mit Fans sowohl vom FC als auch von St. Pauli. Und dass das dann natürlich so ausgenutzt wird, das ist natürlich schade. Und nein, selbstverständlich werde ich eine solche Dummheit oder einen solchen Fehler werde ich sicherlich nicht zweimal begehen. Vielen Dank, Thomas Kessler. Wir wünschen alles Gute für das kommende Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellennachbarn aus Wolfsburg. Ja, ansonsten rumorte es ganz schön in der Liga am Wochenende. Und was es mit der Zoff-Liga so auf sich hat, das seht ihr nach nur einem Spot. Finger weg von meiner Müllermilch. Ja, ja. Ey, da steht doch extra mein Name drauf. Aber meine auch. Na, ah, der Gerd. Du willst sie doch auch. Die Müllermilch Schoko. Alle Müller. Oder was? Zoff in der Liga. In der Liga hat es richtig geknallt am Wochenende. Mhm. McLaren und Klopp gegen die Schiedsrichter. Ja, aber McLaren wird noch verhandelt. Da kommt noch ein Verfahren. Er hat ja höhnischen Beifall gespendet nach dem Tor von Huntelaar. Ne? Huntelaar meinst du? Huntelaar, ja. Genau. Ja, bei Klopp, da wird es keine Konsequenzen haben, denn der Vorfall mit den vierten Offiziellen steht nicht im Spielberichtsbogen und Klopp hat danach von viel Fingerspitzengefühl geredet. Ja, Klopp ist einfach zu geil drauf, ne? Ja gut, da kann nichts passieren. Christian Wettklo zeigt den eigenen Fans den Vogel, ne? Ja, auch nicht so positiv. Er hat gesagt, wenn sie Meister werden wollen, dann sollen sie doch gleich Mitglied beim FC Bayern werden. Mitglied werden direkt, ne? Ja. Okay, gestern Abend im Sonntagsspiel, Javier Horacio Pinola bespuckt
Bastian Schweinsteiger, das geht natürlich auch. Nein, das geht nicht. Da wird ermittelt und der DFB lässt sich da ja meistens nicht lumpen. Ich würde denken, das gibt 3 bis 5 Spielesperre. Hat der DFB sich jemals lumpen? Nein, denn der DFB ist ein toller, korrekt geführter Verband. Ganz genau. Es gibt Schönes zu vermelden. Aus der Liga der Herzen. Denn Arthur Boker ist jetzt mit Gina-Lisa Lofink zusammen und seitdem trifft der Schokobär. Das war ein Zitat von Gina-Lisas Mutter. Trifft ins Tor? Sie meint es diesmal ernst. Ja, ich wünsche es ihm so sehr, dass sie diesmal nicht belogen wird, wie von all den anderen. Nennen wir doch mal die 3 Ex-Freunde von Gina-Lisa Lofink. So, Mark Terenzi, K1 und Romolo Corani. Oh, gut. Bist du informiert? Das ist mal Mesut und Anna-Maria Lagerblom nicht mehr. Das ja, das ist schade, aber vielleicht baut ihn ja der Bambi für Integration. Für Integration. Für Integration wieder auf. ja, wir sind gespannt, ob der Schokobär auch nächste Woche ins Tor trifft gegen Köln. Wir werden berichten. Bis dahin.